Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Es ist mal wieder Rumble Time. Ja, Gilde Nummer 1 gegen Free to Lose. Schau mal, ein Match hat begonnen. Free to Lose. Und das ist ein ziemlich enges Match, aber so wie es aussieht, gewinnen wir das. Ja. Jetzt gucke ich mal, wer ist mein erster Gegner. Erster Gegner ist... Ich spiele jetzt auf dem Tablet hier, deswegen gucke ich dann immer mal runter. Locksmith, Free to Lose. Locksmith von Free to Lose. Dann fangen wir mal an hier mit einem Peter. Und... das wäre natürlich auch damit eine geile Sache, ne? Das braucht immerhin... Aber nee, hiermit kriege ich mehr Schaden zustande. Haben wir 46 Schaden auf der 1. Jetzt haben wir 56, 67 Schaden auf der 1. Und jetzt passiert hier gar nichts mehr. Das wird eine glatte 100 werden. Na komm schon, Baby. Jawohl, noch Chicken Fight ans Ende geflutscht. Ja, Locksmith von Free to Lose. So. Nice. This is a nice one. Okay, weiter geht's. Das ist mein nächster Gegner. Schauen wir mal hoch. Und wer kommt da jetzt? Steven! Steven ist der nächste Gegner. Fange ich mit dem Bob an. Das ist natürlich optimal gelaufen. Da kann ich hier gleich Bürgerkriege setzen. Und Alter, was das lägt. Also das Spiel hat irgendwie nach dem letzten Update, seitdem ist es echt mega krank geworden. Also ziemlich laggy. An einem Tablet stürzt es ständig nur noch ab. Ich hoffe, dass sie das bald wieder fixen hier. Naja, jetzt gucken wir mal. Hier Steven S. 1878. Mit einer glatten 100. So, weiter geht's. Bam, 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 badam. Bam, 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 badam. Wer ist der nächste Gegner? Badam, bam, badam. Badam, bam, badam, bam, badabam, badabadam, bam, badam. Badam, bam, badam. Badam, bam, badam. My Pain. May Pain. Und hier haben wir einen Bob. Und dann haben wir Bürgerkriege. Fahrt School of the Gifted. Zum Pushen. Hipster Donald. Eugene Belcher. Und jetzt will ich nochmal den Diorama Gene zum Einsatz bringen. So. Gegen My Pain. Ja, schmerzhafte 10 Punkte verloren. Schade. Damit ist die 100er Serie durchbrochen. So, rührt sich auf der anderen Seite noch irgendwas, sieht nicht danach aus, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Warten wir es einfach mal ab. So, gegen Low End Metal. Ja. Nein, jetzt machen wir es mal anders darum. Weil den kriege ich so jetzt erstmal eh nicht down. Deswegen benutze ich den Mr. Deliver. Der hat dann wenigstens gleich noch das Bäumchen mit dabei. Und jetzt sieht die Sache doch schon ein klein wenig anders aus. Und da haben wir 92 Punkte geholt. Ja, Mann. So, weiter geht's. 6 Stück sind noch offen. Schauen wir mal. Du, 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 du. Mona Rex.
Beginnen wir mit einem Barb. Fashion Wrestling. Er gibt dann Christmas Punch Out. So, jetzt ist eine gute Frage, was ich machen soll. Ich mache jetzt hier mal den Roger. Nein, das will ich gar nicht. Ich mache hier das Hasenkostüm. Eugene Belcher. Und ja, jetzt haben wir das Ding definitiv auch wieder mit einer glatten 100 gewonnen. Da hat er einen Bender als Verteidigung. Darüber freue ich mich, wenn einer einen Bender zur Verteidigung benutzt. Da kriege ich nämlich zumindest mal von seinem Charakter keinen Schaden. So, und jetzt das nächste Match. Schauen wir mal. Gegen Titi. Oh, Lila. Und hier haben wir jetzt eine Combo, die beide BGEs bedient, nämlich die Clubberella. Und die Clubberella ist ein richtiges Monster aktuell. Ja, und wie ihr seht, mit der Clubberella kannst du tatsächlich hier alles platt machen. 100! 100! Ah. So. Ja, weiter geht's. Noch vier haben wir. Schubidubidu. KKD Labak. So. Was spielen wir denn hier? Ja gut, also da ist eigentlich ziemlich klar. Cadet Hill. Ein Cadet Hill soll es werden. Und wie ihr sehen könnt, jetzt schon. Oh mein Gott. 72 plus den Punch noch 83 Schaden auf den ersten Slot. Und damit haben wir, oh mein Gott, und noch, oh, jetzt ist das. Ja, also da passiert überhaupt nichts mehr. Die nächste 100! 100! 100! So, noch drei Stück. Ja, Mann! So, schubidubidu, die nächste 100, schubidubidu, gegen Reservoir Dog. Übrigens ein mega geiler Film, Reservoir Dogs. Schon nice. Reservoir Dog. Ja, fange ich an mal mit das Not Rocket. Oh, das war perfekt. Als hätte ich es schon geahnt. Und jetzt komme ich aber nicht ganz durch. Aber ich heile. Mein Christmas Punch out und es heilt sich auch selbst noch. Und zumindest mal überlebt es dadurch noch ein bisschen länger. Und jetzt habe ich es geschafft. Bin voll im Saft. So, was haben wir in 88? Scheiße. Das sind 22 Punkte insgesamt schon weg. In einem Match 10, in dem 12. Naja, okay. So, noch zwei Matches sind offen. So, damit haben wir über 3000 Unterschied. Und Manuel K. Was? Manuel H. Jetzt gibt es einen Manuel K. Hier ist ein Manuel A. Okay. So, und dann haben wir den Sexual Competitor. Ist natürlich mal wieder ärgerlich hier, dass wir da einen Bobby als Gegner haben, der punchen kann. Aber das kann ja meine Tina gegenheilen. Also bei Punch. Ein bisschen Punch. Oder ein bisschen Punch. Punch, Punch, Punch. Undead. So, das war Manuel H. Wer kommt jetzt noch? Bam.
Auf geht's gegen LP-Sirs, das letzte Match. Und wenn ich das jetzt noch mir hole, und das werde ich auch versuchen, jetzt meinem Christmas Punch-Out auch nochmal durchzustarten. Das sollte auch gleich reichen. Das sind 44 und das reicht auch. Wir bei 52, auch das reicht. Und das mache ich jetzt nicht. Dafür werde ich jetzt was anderes tun. Ich werde jetzt hier hinten die Snot Rocket spielen. Und jetzt will ich mir die 100 holen. Das mache ich nämlich, indem ich jetzt hier hinten noch das Chicken Fight setze. Jetzt habe ich so viel Schaden vorne auf der 1. 99. Scheiße. Na gut. 99 Punkte sind auf dem Weg auf mein Konto und die Kamera hat mich nicht mehr drin. Bam, 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 bam. So. Ja, war doch eigentlich ganz gut. 23 Punkte liegen lassen. Heißt, ich müsste sein bei 977. Gucken wir mal beim Gegner. Wie sieht es denn da aus bei Free to Lose? 903, okay, das ist Kimberly. Bei denen haben gekämpft 47, 39.674 zu 36.084. Gucken wir mal hier rein. Died. Wow! Wow! Jetzt gehen die Fights los. Jetzt ist der Zweikampf eröffnet, würde ich sagen. Dietronic und Cuddly. Beide mit einer glatten 1000! 1000 Points! Congrats! Mann, 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 unglaublich. Also sensationell. Aber auch Chris, 997, Junket, 993, Bounty, Nutty Nate, Jesse, J-Style, Teklis, Jojo, Tularis, oh, Tularis ist mit dabei, der Pate, Thomas Cookie, Gecko Moria, Dennis, Brownie Nerf, Big Big, Mimo, Gamer Guy, Stromi, ah, Robert, Tipicolada, Apokalyptica, Oli Z, Gabriel the King, Enska, Casey Remington Spider, Ricky. Grumelli, Eat Fresh Food, Turbo 50, Sonja 82, Henny, Dorina, Kings, Top Das, dann komm ich, hab natürlich ein bisschen mehr. Krankus, Michael, Manuel K, das ist der Manuel K, von dem ich gesprochen habe, und das andere war der Manuel A. Ulrike, Barney, Lord Lele Fo. So, dann haben wir 46 Aktive. Zwei unserer absoluten Top-Spieler fehlen wieder. Also mindestens zwei. So. 9 Minuten 46. Da rührt sich nichts mehr. Ich denke mal, das haben wir gewonnen. Ja, das sollten wir gewonnen haben. Momentan sind wir, soweit ich das weiß, auf Platz 102. Das ist ja das Matchmaking-Ranking da oben. Das hat jetzt nichts mit der Platzierung zu tun. Platz 102. Ich denke mal, nach diesem Match sind wir wieder in der Top 100. Gucken wir mal, wie es dann aussieht. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.